Was da wohl drin ist? So, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, ihr seht richtig, ein funkelnigelnagelneues Dragon's Eye. Ein rotes DreamWorks Dragon's Eye Chocolate Surprise Egg. Und was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch jetzt ganz kurz. Vor circa einem Monat schrieb mir die liebe Laura Dragons und Laurie Holden Fan: Bei Netto gibt's neue Dragon Schoko Eier. Jetzt mit, ja, roter Folie und was anderem drin. Und zwar Figuren anstatt Puzzles und Stickers. Ja, also das war mir komplett neu. Wie schon gesagt, das ganze Ding ist schon ein Monat her. Ich hatte es in dieser Zeit nicht einmal in irgendeiner Filiale gefunden, sondern immer nur die alten Eier. Die alten, wisst ihr vielleicht noch, die sehen oder sahen so aus, ja, waren mit diesen beiden Motiven hier bedruckt. Seht ihr, deshalb hebe ich die Sachen immer auf, weil da kann man es immer wieder schön zeigen. Also eher so grau-blaue Eier und ja, da waren die Geschichten hier drin. Und das war schon mehr als enttäuschend, denn man fand entweder Puzzles oder Stickers zu den ganzen Charakteren eben. Ja, und gestern Abend, ich war unterwegs, dachte mir, ach komm, fahr noch kurz in der Netto-Filiale vorbei. Wir hatten vielleicht 10 Minuten vor 21 Uhr, ne? Da schließt der Laden normalerweise, dachte ich mir, geh rein, frag nach, ob die dir vielleicht hier zwei Displays bestellen können in die Filiale. Ich ging rein und dachte mir, ach, jetzt guck doch mal spaßeshalber, ob sie es vielleicht doch schon da haben, und siehe da, ja, sie hatten tatsächlich die Eier schon. Die sind wieder zusammen in einem Display drin mit den Philly-Figürchen und auch die haben eine neue Verpackung. Also, die neuen Dragons Surprise Eggs sind dieses Mal rot und nicht mehr in diesem graublau hier. Also unbedingt mal nachgucken, vielleicht findet ihr die, wenn euch die Eier interessieren. Ne? Ich werde die heute jetzt mal alle auspacken. Wahrscheinlich wird es wieder mehrere Teile geben. Wie, was, wo, mehrere Teile? Ja, denn ich habe natürlich nicht nur ein Ei mitgenommen, ist ja klar. Denn eins ist keins und ab zwei ist man dabei. Und was ist besser als zwei? Natürlich drei. Aber ich dachte mir, ach komm hier, vier, das gönne ich mir. Wobei man natürlich auch sagen muss, fünf ist Trümpf. Und bei sechs holt dich die alte Hex. Drum dachte ich mir, nimm doch lieber sieben für die Lieben. Hab dann aber doch acht gebracht. Wobei, ganz ehrlich, über neun kann man sich noch mehr freuen. Doch was ist geschehen? Als ich die Eier zählte, waren es plötzlich zehn. Oh mein Gott. Ja, und ihr seht hier also zehn und kein einziges kann stehen. Drum halte ich das elfte noch ins Bild und mit dem zwölften wird mein Sammelwahn gestillt. Leutchen, was für üble Verse, ne? Aber wir haben hier 12 Eier, 12 Dragons Chocolate Surprise Eggs, die ich jetzt in den nächsten Videos hier auspacken werde. Und ja, bin natürlich sehr gespannt, was wir hier drin finden. Ich glaube nicht, also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir hier Figuren drin haben. Ich habe es zwar von hier und da schon gehört, da sollen Figuren drin sein, aber richtige, gegossene Figuren ist eine ziemlich teure Lizenz und man muss die Dinger dann ja auch noch produzieren. Drum kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier bei Netto tatsächlich richtige Dragons-Figuren. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, es gibt ja auch noch verschiedene Formen, wie man Figuren darstellen kann. Das sieht man zum Beispiel auch Ferrero. Das sind einfach so Plastikteilchen, wo dann ja eine Figur als Sticker draufgeklebt ist. Ne? Sowas finde ich dann immer ein bisschen schwach. Aber naja, was will ich machen? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Was haben wir hier drin? Wieder Puzzles, wieder Stickers oder tatsächlich doch Figuren? Wie auch immer die aussehen, lassen wir uns überraschen, Leute. Ich fange jetzt einfach mal an. So, und dazu wünsche ich euch und mir viel Spaß.
Yay. Ja, und an dieser Stelle natürlich auch noch ein herzliches Dankeschön an die Laura Dragons und Laurie Holden Fan. Vielleicht wäre es mir mal irgendwann aufgefallen, dass die Eier plötzlich rot sind, aber ich danke dir, dass du mir das hier vor einem Monat geschrieben hast. Denn wie schon gesagt, diese Surprise Eggs, die Dragons Eier und die Philly Dinger, die stehen jetzt wirklich schon seit Ewigkeiten an der Kasse. Und ich habe in letzter Zeit tatsächlich echt nicht mehr drauf geschaut. Und es wäre mir womöglich entgangen, ne? Also darum vielen lieben Dank nochmal und schaut gerne mal bei ihr rein. Sie macht seit einigen Tagen auch Videos auf ihrem Kanal, zeigt unter anderem auch ihre Dragon-Sammlung. Also wirklich lohnenswert, da mal reinzuschauen. Okay, und jetzt lasst uns die Dinger hier auspacken, bevor das Haltbarkeitsdatum verfällt. Boah, ganz schlimm, ne? Okay. So, wie auch schon bei der letzten Serie dieser Eier, haben wir es hier wieder mit zwei Motiven zu tun. Leider sind die ganz, ganz, ganz übel verpackt, ne? Ihr seht schon, vor lauter Falten, vor lauter Knicke in diesem Staniolpapier sieht man das Motiv eigentlich kaum. Wir haben hier, ja, Liegenden ohne Zahn und Hicks natürlich, der daneben kniet, aber man kann es echt total schlecht sehen. Und hier haben wir Hicks auf ohne Zähnchen fliegend in der Luft. Ja, keine Ahnung, ob das einigermaßen hier rüberkommt. Und bin gespannt, ob diese Eier auch wieder von Draco sind. Drum, wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass man für diese Lizenz extra kleine Plastikfiguren produziert hat, die wir hier in diesen Eiern unter Umständen finden können. Ja, dann würde ich doch sagen, probiere ich doch gleich mal dieses Eichen hier ganz vorsichtig auszupacken, dass ich vielleicht noch ein paar Folien hier aufbewahren kann. So, das reißt ziemlich schnell ein, wisst ihr ja. Okay, so hier oben noch ein bisschen. Sehr gut. Sieht gut aus. Sehr schön. Alles klar. So, also natürlich wieder ein Schokoladenei. Wunderbar. Jetzt lass mich da noch kurz drauf gucken. Das Ding ein bisschen entknittern. So. Genau, dann sieht man das Motiv auch ein kleines bisschen besser. Und ja, es ist auch wieder von Draco. Und hier haben wir auch wieder das DreamWorks-Zeichen drauf. Wunderbar. Also jetzt ganz neu in den Netto-Märkten zu finden. Natürlich nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen den verschluckbaren Kleinteilen. Also hier Motiv Nummer 1. Und hier haben wir das erste Schokoladenei, Leute. Ich bin wirklich gespannt. Ich denke mal, es ist nur ganz einfache Schokolade. Jawohl. Nicht innen noch mit einer Milchcreme versehen. Ich tue das mal in die Schüssel nebendran. Gut. So, soll ich noch kurz die Schokolade probieren? Ja, ist ja ganz wichtig, ne? Ist die gleiche Schokolade, ist eine andere Schokolade. Ich probiere es mal. Ja, ich denke mal, es ist genau dieselbe Schokolade wie beim letzten Mal. Schmeckt eher ein bisschen billig. Soll es aber nicht schlecht machen. Schmeckt leicht sandig. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Nicht ganz so cremig, nicht ganz so schmelzig wie die bisschen besseren Schokoladen. Aber für diese Eier hier absolut okay. Eine nette Nascherei für zwischendurch. Und tschüss. Ja, ist okay, kann man essen. So, also, die Kapseln sehen genauso aus wie die alten. Gut, bin gespannt, was wir hier drin haben. Wie es aussieht. Aha, Hicks. Schön. Gut. Was ist das denn? Das ist ganz dick. Guckt euch das an. Das ist so Schaumstoff mit Papier, zwei Teilchen. Nee, komm, nee. Sind das die Figuren? Das ist das, was ich meinte. Das ist, wie nennt sich das? Das ist so ein ganz, ganz, wie soll ich sagen, so ein ganz weicher, seht ihr das? Schaumstoff, ne? Kann man so eindrücken. Und da ist halt so ein Glanzpapierchen drauf und das können wir hier so rausbrechen. Und dann irgendwie mit dem Unterkörper zusammenpuzzeln, seht ihr das? Das ist wie so ein Puzzlestück, ne? Hier geht's rein und hier geht's raus. Und das kann man dann hier so zusammenstecken. Und hier unten geht's ja weiter, ne? Und hier haben wir auch einen Stand, eine Stehhilfe dabei. Ich schmeiß mich weg mit der Angriffsklasse drauf, ne? Hier die Mitte kann man rausbrechen und dann Hicks reinstellen. Okay, ja, also das sind die Figuren. Ach du liebe Zeit. Gut, was sagt unser Beipackzettelchen hier, hier ist es drauf. Seht ihr? Ist das, was ich meine? Kann man hier rausbrechen, die beiden Teile zusammenstecken, Ober auf Unterteil und das Ganze hier auf die Stehhilfe und dann haben wir so gesehen eine Hicks-Figur. Sowas kennt man auch von sehr, sehr vielen Brettspielen, wo keine wirklichen Figuren dabei sind, sondern eben, ja, sowas halt, ne? Ach du liebe Zeit.
Und ja, das gleiche haben sie ja auch mit Philly-Figuren gemacht. Schaut euch das an. Okay, na, also dann wisst ihr auch das. Das ist die neue Serie. Ach du liebe Zeit, soll ich das machen? Ja, ich mach's mal, ne? Dass sie das nicht von beiden Seiten gemacht haben, das wäre wahrscheinlich schon wieder zu teuer geworden, ne? Von diesem Material ein bisschen, ja, härterer Schaumstoff gibt's ganze Platten, wo oft für die Werbung genommen wird. Ist ja witzig, ne? Also dann breche ich mal Higgs hier raus. Lässt sich, ja, gut lösen, ne? Hier haben wir das erste Puzzlestück von Higgs. Dann hier das Unterteil. Okay. Breche es trotzdem vorsichtig weg. Sehr schön. So sieht es aus. Jetzt Higgs draufschieben, draufstecken, wenn es denn hält. Ach du liebe Zeit. Ja, so haben wir Higgs komplett ein bisschen abgeknickt. So wie ihr seht, ne? Also wer die komplett haben möchte, dem empfehle ich ein ganz klein bisschen Kleber dazwischen zu machen. Aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen, dann hält es auch perfekt zusammen. Ich meine, so bleibt es auch stehen, aber es kann dann halt nicht mehr runterbrechen, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So, dann hier die Base, das Unterteil, die Standhilfe. Hier mache ich die Mitte raus, mitten aus der Angriffsklasse, beziehungsweise, ach komm, ich schiebe das einfach hier rein. So, zack, genau, so geht's am besten. Und es steht sogar unten draus. Oh, hier haben wir einen Wackel-Higgs, ne? Schaut's euch an, der steht nicht mal. Ist ja klar. Wir müssen das ein bisschen höher schieben, einfach noch ein bisschen dagegen drücken. Zack. Und dann steht er hoffentlich, unser Higgs. Steht er? Ja, jetzt steht er. Ach du liebe Zeit, Leute. Ja, also ich bin wirklich sehr surprised. Das muss man ja schon mal sagen. Cool. Was haben wir denn hier für eine Höhe von unserer Figur? Hier komme ich auf, ja, immerhin knapp 5 cm, ne? Guckt's euch an. Wahnsinn. Ja, und die Geschichten hier bleiben übrig. Da kann man sich von trennen. Brokkie, möchtest du mich heiraten? Hier, dein Ring. Nö. So, jetzt stelle ich den hier nochmal auf das Gläschen drauf. Dann habe ich ein bisschen besser vor der Kamera. So könnt ihr sehen. Ja, so sieht es aus. Von der Angriffsklasse sieht man nicht mehr wirklich viel. Aber okay, ja, was will ich sagen? Außer, dass ich ja wirklich surprised bin. Wir haben hier wirklich einen sehr detaillierten Higgs. Aber ja. Halt doch ziemlich zweidimensional. Aber why not? Auch für so Geschichten gibt es Liebhaber. Also bin ich sehr gespannt, was wir hier aus den nächsten Eiern rausholen. Finden wir alle Charaktere? Wie viele Wikinger gibt es? Sind auch noch andere Geschichten in den Eiern drin? Das werden wir uns alles in den folgenden Videos anschauen. Wie schon gesagt, ich muss hier mehrere Teile machen, sonst wird es einfach zu lang. Und ja, dann sage ich mal bis hierhin, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Teil und hoffentlich auch dazwischen. Bis dahin, winke, winke, euer Rupi. Hey.